Campo Bahia, nicht nur Wohnort der deutschen Nationalelf während der WM, sondern auch interkulturelle Begegnungsstätte. Wir haben insgesamt 14 verschiedene Künstler, darunter 7 deutsche Künstler und 7 brasilianische Künstler. Und die gestalten nach ihrer Vorstellung, wir haben vollkommene Freiheit gelassen, jeweils ein Haus. Absolute Reizüberflutung hier halt von den Pflanzen, von den Grünen und von der Botanik, ist einfach klasse. Die Schönheit der Region hat auch bei den Künstlern Eindruck hinterlassen. Natur, Menschen und Klima inspirieren. Ja, also wenn man denen was auf dem Weg mitgeben kann, dann ist es natürlich ganz gut. Ich denke mir, also dass ich jetzt auch in meiner Arbeit relativ positive Vibes eigentlich hineintue. Doch nicht nur in den Häusern findet sich die Kunst wieder. Die gesamte Region profitiert von der Initiative Art at Campo Bahia. Eine Herzensangelegenheit für Christiane Hirmer und Helge Achenbach. Seit fast 40 Jahren arbeitet der Düsseldorfer Kunstberater mit renommierten Künstlern wie Andreas Gurski, Gerhard Richter und Jörg Immendorf zusammen. Campo Bahia, für ihn ein Leuchtturmprojekt der Kulturförderung. Kultur ist ja und Kunst ist ein guter Sender. Und ich denke, es wird ganz spannend sein, es auch so hinzukriegen, dass die Menschen hier in der Umgebung das kennenlernen. Ich bin hier mit der Helge Achenbach Stiftung. Die Idee ist, einige meiner Skulpturen in dieser Gegend aufzustellen. Im Meer, in der Bucht. Meine Skulpturen sind alle aus organischen Pflanzen gemacht. Hauptsächlich aus Holz, das aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Es wird einen Künstler geben, einen Spanier, der sehr spannend arbeitet, wie ich finde. Also er baut kleine Häuser aus verschiedenen Materialien. Wir möchten gerne mit einheimischen Künstlern zusammenarbeiten. Ich entwerfe das Haus und gemeinsam arbeiten wir dabei mit unterschiedlichsten Materialien. Materialien, aus denen wir am Ende die Wände entstehen lassen. So entsteht ein Ort der Ruhe, ein Platz, der fast einen religiösen Charakter hat, mit der Möglichkeit, sich hierher zurückzuziehen. Ein besonderes Kunstprojekt erwartet das DFB-Team am Pool, eine interaktive WM-Bar. Es wird so sein, dass diese Monitore auf der Bar, wo sich etwa 5000 historische WM-Fotos befinden, ergänzt werden durch persönliche Momentaufnahmen von den Smartphone-Fotos der Spieler und die sozusagen in Echtzeit ihre eigene Bar gestalten können. Wir für Deutschland, das WM-Motto der Löw-Elf. In Campo Bahia wird es sichtbar, denn auch die deutschen Fans können mit ihren eigenen Posts und Fotos die WM-Bar online mitgestalten. Zusätzliche Motivation auf dem Weg zum erhofften WM-Titel. Also wir hoffen, dass sich somit so eine Art Work in Progress das Kunstwerk vergrößert und insgesamt zur guten Stimmung von unserer Mannschaft beiträgt. Mein Traum ist, dass viele, viele Menschen herkommen werden, begeistert sind von der Region, aber dass auch die Menschen hier vor Ort davon profitieren.